Hallo und willkommen zu einer neuen Episode über die spannende Welt von Corto Maltese und Hugo Pratt. Die letzte Folge war unglaublich lang und ich bin immer wieder erstaunt, dass es dann Leute gibt, die sich das tatsächlich zu Ende ansehen. Aber das war fast unumgänglich, denn schließlich war ja die Südsee-Ballade seinerzeit der umfangreichste Comics, den man sich kaufen konnte, also in den frühen 70er Jahren. Und setzte da, was Länge betraf, sichtlich neue Maßstäbe. Und so war es fast unumgänglich, dass ich bei der Betrachtung eines solchen Meilensteins ein bisschen arg langatmig werde. Aber wer diese Hürde erstmal hinter sich gebracht hat, wird schnell feststellen, dass fortan eine Ära in Hugo Pratts Schaffen begann, die deutlich übersichtlicher war, was die Länge der Geschichten betraf, so dass die darauffolgenden 4 oder 5 Corto Maltese-Bände alle aus Kurzgeschichten bestehen. Und zwar Kurzgeschichten, die er auf jeden Fall in voller Absicht so strukturierte oder ordnete, dass sie durchaus einen Gedanken an Kontinuität zulassen, wenn auch die meisten dieser Geschichten wohl in sich einzeln auch lesbar sind und in diesem Sinne und auf diese Weise Sinn ergeben. Die erste Runde aus diesen kurzen Stories erschien 1970. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Hugo Pratt seinerzeit ziemlich ausgepowert war, nachdem er bei La Ballade de la Mer Salée zu Ende kam und es für ihn sichtlich angenehmer oder erholsamer wurde, fortan in einem kürzeren Format zu arbeiten und es sich erstmal auf Geschichten zu beschränken, die vielleicht 15 oder 20 Seiten lang sind. Aber ich nehme auch genauso an, dass ihm die ganze Zeit klar war, dass die nachhaltigste Version dieser Geschichten in einem abschließenden Gesamtband bestehen würde. Und der erste Band im Falle der Südsee-Ballade war ja schon 1971 beim Casterman Verlag erschienen. Und einen solchen Band behielt Hugo Pratt sicherlich vor Augen, als er die folgenden Kurzgeschichten schrieb. Deshalb fügen sich auch die einzelnen Erzählungen ganz gut in ein Gesamtbild zusammen und werden hier in diesem Buch wie einzelne Kapitel behandelt. Aber es ist trotz allem eine Art Fix-Up-Band. Das ging dann einige Jahre so und füllte auf diese Art und Weise 4 Bände. Erst danach kehrte Hugo Pratt zu dem langen Format zurück. Interessant finde ich ja, dass Hugo Pratt in jener Zeit, als die Südballade noch in Sergeant Kirk erschien, von dem französischen Jugendmagazin Pif Gadget oder Pif Gadget, einige erinnern sich sicher noch an Pif, kontaktiert wurde mit dem Vorschlag, dort die Geschichte fortzusetzen. Dies schuf offensichtlich keine Probleme mit Sergeant Kirk, da Hugo Pratt dort andere Comics zeichnete, wie eben zum Beispiel die Wüstenskorpione. Offensichtlich war das ein lukrativer Vorschlag, aber im Nachhinein wundert man sich ein wenig wegen der Zielgruppe. Pif hatte eine extrem exakt definierte Leserschaft. Man konnte fast auf das Jahr genau bestimmen, wann ein Leser zu jung für diese Zeitschrift war und wann ein Leser zu alt für diese Zeitschrift war. Und Corto Maltese richtete sich eindeutig an ein Publikum, das zumindest einige Jahre älter war als der typische Piff-Leser, denke ich. Doch erschien Corto Maltese dort über 3 Jahre und die Annäherung ans Publikum war eher mühsam, doch am Ende waren doch viele Leser in diese Art von Material einfach hineingereift. Und als 1972 mit der Geschichtssammlung die Äthiopia Hugo Pratts Arbeit bei Piff endete, zeichnete sich ohnehin bereits ab, dass er bei Corto Maltese zu der Schaffung kompletter Bände für Casterman zurückkehren würde. Man muss sich auch so vorstellen, dass Corto Maltese während der Piff-Jahre nicht in jeder Ausgabe erschien, sondern ungefähr in jedem 5. bis 10. Heft vertreten war. Dafür aber in einem Seitenumfang, der deutlich größer war als in sonstigen Comics-Magazinen. Das waren durchaus mehrere Seiten, also in einem einzelnen Heft. Auf der anderen Seite kam Corto Maltese bei Piff nie auf die Titelseite, da der Stil und Ausdruck von Piff so gänzlich anders war. Ein Unterschied zu Sergeant Kirk, wo Hugo Pratt unzählige Titelseiten gezeichnet hatte.
Hier sind einige schöne Beispiele für Wasserfarben, Zeichnungen von Hugo Pratt, die er gerade bei seinen Studien zu neuen Corto Maltese Arbeiten sehr gerne erstellte. Hier ist die berühmte Schatzkarte von Robert Louis Stevenson aus seinem legendären Buch Die Schatzinsel und sichtlich richtungsweisend für jugendliche Abenteuerliteratur der darauffolgenden Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Heute sind ja oft schöne, inspirierende Karten aus der Welt der Abenteuerromane und Abenteuercomics kaum wegzudenken. Das hier sind sozusagen einführenden Material zu diesem Band oder zu dem Bonusmaterial einige interessante Querverweise und Studien zum Thema Piraterie, weil das teilweise auf die Geschichten in diesem Band einzahlt. Das sind also einige namhafte Piraten hier. Interessant hier auch die Erwähnung von Jack Rackham, dessen Name ja indirekt auch eine Inspiration für Hergés Rackham, der Rote, war bei Tim und Struppi. Das ist auch sehr interessant. Das sind ja so Sammelbilder von Players Zigaretten. Also vermutlich würde ich mal denken, ungefähr vielleicht 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber das zeigt ja auch, dass diese Idee mit Sammelkarten, die ja bis heute bei Sport und anderen Dingen durchaus populär ist, dass die eigentlich sehr, sehr alt ist und dass das schon vor über 100 Jahren als so eine Art Marketing-Gag praktiziert wurde. Wie schon bereits in der Südsee-Ballade stand auch hier bei diesem nächsten Band Hugo Pratt interessanten ethnografischen Aufgaben gegenüber. Denn in dieser neuen Umgebung, in der wir Corto Maltese erleben werden, gab es erneut viele unterschiedliche Ethnien, die er darstellen konnte. Das hier ist ein schöner Kupferstich aus Surinam, der als Inspiration für einige Zeichnungen weiter in der Geschichte diente. Und interessant finde ich ja, dass das eine Grafik ist von Ryu, der meines Erachtens nach ein etablierter Illustrator von Jules Verne Büchern war, also um die Jahrhundertwende. Da ich ja ältere Ausgaben von Jules Verne habe und die Signatur von Ryu, die taucht da immer wieder auf. Hier sind einige Studien zum Thema Voodoo, was in dieser Geschichte eine große Rolle spielen wird. Hier sind ein paar Studien zu der Stadt Cayenne, also französische Guayana, bekannt für den Standort der Teufelsinsel mit dem berühmten französischen Gefängnis. Da konnte sich Hugo Pratt natürlich nicht nehmen lassen, darauf einzuzahlen. Dann wird er natürlich unzählige ethnografische Bücher aus jener Ära studiert haben. Und viele dieser Ideen und Motive und Studien werden auf die eine oder andere Art und Weise später in der Geschichte auftauchen.
Das hier war vermutlich ein typischer Entwurf, der ansonsten entweder als Titelseite für ein Gesamtband hätte dienen können oder als eine vielleicht eine Eröffnungs- oder eine Titelseite für den Serienbeginn bei Sergeant Kirk hätte werden können, aber natürlich bei Piff Gadget war das eher unpassend. Aber Hugo Pratt machte gerne diese filmposterartigen Illustrationen, die auf viele Details aus den kommenden Geschichten einzahlen würden. Allerdings entschied sich dann der Castermont Verlag für dieses Motiv hier und in Deutschland erschien diese Geschichtssammlung dann in 1981 und zwar mit dieser Titelseite. Es war übrigens dann der Band Nummer 1 von Corto Maltese in deutscher Sprache. Ich weiß nicht genau weshalb, aber vielleicht lag es daran, dass die Südsee-Ballade als eine geradezu riesige Baustelle galt und Carlsen da erst ein wenig reinwachsen wollte. Deshalb erscheint in dieser Auflage die Südsee-Ballade erst als Band Nummer 5 zwei Jahre später. Aber so war das bei Carlsen manchmal. Die Älteren erinnern sich vielleicht an die vollkommen verwirrende Bandnummerierung von Tim und Struppi, die mit einer internen Chronologie so gar nichts zu tun hatte. Der Titel übrigens ist eine Anspielung auf den Wendekreis des Steinbocks, der dem 23. Breitengrad entspricht, denn dies ist auch der südlichste Punkt, den wir in dieser Geschichte erreichen werden. Das Hafenstädtchen Itapoa auf dem Weg zu Golden Rosemouth, dazu später mehr. Im französischen Original hieß dann dieser Band Sous les signes du Capricorne. Wir befinden uns in dem Jahr 1916 und seit den Ereignissen im Bismarck-Archipel ist über ein Jahr vergangen. Die erste Kurzgeschichte in diesem Band trägt den Titel Das Geheimnis des Tristan Bantam. Und die Geschichte beginnt in Paramaribo im heutigen Suriname, damals allerdings bekannt als niederländisch Guyana. Und Corto wohnt hier in dem Pension von Madame Java, einer etwas rätselhaften Gastwirtin. Wir lernen sogleich zwei neue Handlungspersonen kennen, den Professor Jeremiah Steiner von der Prager Universität und den jungen Tristan Bantam. Steiner ist notorischer Alkoholiker. Ich nehme an, die Prag-Referenz soll andeuten, dass er möglicherweise ein Böhme ist oder ein böhmischer Deutscher und Steiner wäre in Prag in der Tat kein ungewöhnlicher Name. Jeremiah oder Jeremias ist da schon deutlich untypischer. Im tschechischen Sprachraum kommt der Name so gut wie gar nicht vor. Im Deutschen wohl gelegentlich. Das ließe auch die Möglichkeit zu, dass Jeremiah Steiner ein tschechischer Jude ist, was in der K&K-Zeit in Prag äußerst alltäglich wäre. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das eine Sache ist, der Hugo Pratt einfach nicht wirklich viel Aufmerksamkeit sollte und er einfach den erstbesten Namen nahm. Hier offenbart sich so ein etwas seltsamer Nebenplot, der sich erstmal nicht wirklich in die Ereignisse der nächsten Bände einfügt. Geheime Zeichen und rätselhafte Karten. Hier pflanzt Hugo Pratt also einen Querverweis ein, der erst viele, viele Jahre später in einem viel, viel späteren Werk eine Entsprechung findet. Thematisch war das etwas, das Ende der 60er Jahre durchaus die Bestsellerlisten beherrschte. Das ist also durchaus ein Teil dieser Corto-Maltese-Formel und dieser Corto-Maltese-Mythologie. Denn all die esoterischen und mystizistischen Bestseller am Ende der 60er und durch die 70er hindurch besaßen zumeist diese exotische Note und spiegelten ebenfalls ein gewisses Fernweh und einen eigenen Eskapismus. Sie beschworen auch sehr oft den Geist der Jahrhundertwende herauf. Dies war schließlich die Ära von Edgar Case und Helen Blavatska, aber vor allem die des russischen Mystikers Georgi Gurdjieff. Zu jener Zeit, als Hugo Pratt begonnen hatte, Corto Maltese zu zeichnen, waren diese Bücher richtige Bestseller und obwohl ein zentraler Teil der 68er sich eher in einem extrem säkularen ideologischen Zeitgeist ergab und Maos rotes Büchlein las,
hatte Esoterik und Spiritistik der Jahrhundertwende ein richtiges Revival. Plötzlich las man wieder Hermann Hesse und Gustav Meyrink und Eliphas Levi und Rudolf Steiner. Es waren zwei vollkommen unterschiedliche Seiten der Jugendkultur am Ende der 60er und am Anfang der 70er. Einerseits extrem streitsüchtig, bewaffnet mit marxistischer Polemik und der Frankfurter Schule, oder eben äußerst esoterisch mit allerlei Post-Hippie-Schwärmerei. Hierzu las man dann eben Robert Anton Wilsons Illuminaten oder Bücher von Timothy Leary. Es scheint, als ob Hugo Pratt mit Corto Maltese beide Dunstkreise bespielt. Corto kann eben äußerst realpolitisch sein, wie eben die Südsee-Ballade es war, oder jederzeit in einen unberechenbaren Hauch des Mystizismus abtauchen, irgendwo zwischen H.P. Lovecraft und Gustav Meyrink, die ihm beide vermutlich sehr vertraut waren. Das hier ist ein wunderschönes Bild. Ich mag dieses Panel sehr gerne. Einfach dieses charmante Detail, dass man hier Corto Maltese und Tristan im Gespräch sehen kann, während langsam diese Silhouette herannaht. Eine schöne Außenaufnahme. Wir erfahren hier also von Morgana Bantam, Tristans Halbschwester. Witzig finde ich ja, dass sich hier Hugo Pratt ein bisschen in allerlei Spielereien verloren hatte, festgestellt hatte, dass der Name Morgana rückwärts gelesen, Anagrom, bedeutet, was ihm als Wort gefallen hatte. Und hier kann man auch ein bisschen diese Inspiration von diesem Kupferstich von Ryu sehen. Und hier findet natürlich die erste Erwähnung von Ogun Ferai statt, was ja eben dieser ominöse Name ist, der immer wieder auftauchen wird in dieser Geschichte. Und dessen Bedeutung vorerst mal nie so richtig erschlossen wird. Hugo Pratt präsentiert in diesem Band hier das Konzept einer gewissen Überfrau, anders kann man das wohl nicht sagen. Eine sehr gynäkokratische Idee, die er da hat und die er im Verlauf dieser Geschichten hier immer mehr auslotet. Und darauf kann ich ja dann später noch mehr eingehen. Das hier ist natürlich ein sehr typisches Corto-Panel hier mit deinem großartigen Statement. Ich stecke plötzlich bis zum Hals in einer Sache, die mich bis gestern nicht im geringsten interessiert hat. Typisch Corto. Das hier ist mal so ausnahmsweise mal eine ganz gut gewordene Action-Szene. Währenddessen beschäftigt sich Steiner, Tristan und Madame Java mit diesen Pergamenten, die sie da haben. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen, die Hieroglyphen hier zu prüfen und zu sehen, ob Hugo Pratt einfach nur irgendwas hingezeichnet hat oder ob das tatsächlich die korrekten Vokale und Konsonanten für den Namen Permru sind. Und tatsächlich ist das richtig. Und hier wird zum ersten Mal der Kontinent, der versunkene Kontinent Mu erwähnt. Und das ist keine Erfindung von Hugo Pratt, sondern eben eines dieser Schlüsselthemen, das die Fringe- und Esoterikliteratur jener Jahre beschäftigte. Und das hier ist die erste überraschende Erwähnung von Mu bei Corto Maltese. Doch der rätselhafte, versunkene Kontinent wird ein roter Faden sein, der sich durch die gesamte Serie bis zum letzten Band durchzieht. Und Mu ist eben ein mythischer Ort und letztendlich eine weitere Variante des versunkenen Kontinents Atlantis, doch diesmal im Pazifik. Der Ausdruck trat im 19. Jahrhundert in Erscheinung, letztendlich als ein Übersetzungsfehler von zentralamerikanischen Maya-Texten. Zugleich verdient es durchaus Erwähnung, dass es so viele Kulturen rund um die Welt diese überraschend ähnlich gearteten Mythen rund um versunkene Kontinente besitzen.
wie auch immer. Für die Leser von Cotto Maltese mochte dieser Moment überraschend erscheinen, zumal die Südseeballade eher einen realistischen Unterbau besaß, fern jeglicher Esoterik. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass es Hugo Pratt darum geht, einen Zeitgeist darauf zu beschwören. Dies ist reinste Schwärmerei in einer Welt, die dazu verurteilt ist, ihre Gabe des Träumens zunehmend an eine kalte Mechanik der Alltagsrationalität aufzugeben. Und es ist natürlich Nostalgie im Spiel und es geht nicht darum, ob Mu existiert hat oder darum, ob übersinnliche Kräfte real sind. Es geht darum, dass um die Jahrhundertwende diese Themen der letzte Schrei waren und dieser Geist beschwört Hugo Pratt hier herauf. Somit kann Cotto Maltese jederzeit in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, entweder extrem realistisch und geradezu realpolitisch sein, so wie in der Südseeballade, oder wie hier in eine gänzlich esoterische Richtung. Und interessanterweise wird hier eben nicht nur der Zeitgeist der Jahrhundertwende nostalgisch heraufbeschworen, sondern auf einer Metaebene auch der Zeitgeist jener Zeit, in der Hugo Pratt diese Geschichten zeichnete. Das wird für uns heute wiederum spürbar, da wir uns inzwischen zeitlich so weit weg von jenen Jahren befinden, in denen Cotto Maltese gezeichnet wurde. Denn in jenen Jahren war es wiederum der letzte Schrei, über solche Themen reißerische Sachbücher zu schreiben, die es mit Beweisen und Belegen nicht so genau nahmen, aber perfekt auf das Gefühl dieser Zeit einzahlten. Eben die Faszination darüber, dass da eine spannende Zukunft auf uns wartet, voller technischer Wunder, während eine rätselhafte Vergangenheit hinter uns ist, wiederum voller metaphysischer Wunder. Ich möchte dazu mal einige Zeilen aus Robert Charroux Buch Fantastische Vergangenheit lesen, das 1966 erschien und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Hugo Pratt gelesen wurde. Ein weiteres legendäres Gegenstück, diesmal zur Insel Atlantis, ist die Sage von Lemuria oder vom Lande Mu, das man in den Indischen Ozean verlegte. Der geheimnisvolle Kontinent Mu erstreckte sich fast über das ganze Gebiet des Pazifischen Ozeans, von der Beringstraße bis nach Australien, von Indien bis nach Kalifornien. Seine Existenz beruht nur auf schlecht bewiesenen Behauptungen und auf den Täfelchen des englischen Obersten Churchward, die man nie zu Gesicht bekommen hat. Als sich der Oberst im Jahre 1868 in Indien befand, wurde er der Assistent und Hilfsgeistliche des Hohenpriesters einer Tempelschule und studierte voll Eifer die Inschriften eines sehr alten Flachreliefs. Stets auf der Suche nach Geheimschriften erfuhr er, dass in den Geheimarchiven des Tempels Tontäfelchen aufbewahrt wurden, die von den Nakals, den heiligen Brüdern, in ihrer versunkenen Heimat, dem Lande Mu, beschriftet worden seien. Die Täfelchen waren fest verpackt und die Aufzeichnungen durften niemals gelesen werden. Aber der Oberst bediente sich einer Kriegslist, um seinen Wissensdurst zu befriedigen. Es wäre doch angezeigt, meinte er, zwei Päckchen zu öffnen, nur um festzustellen, ob die Tontäfelchen noch gut erhalten sind. Der Hohepriester, der auch darauf brannte, die Täfelchen zu sehen, ließ sich nicht lange bitten. Er wickelte zwei Täfelchen aus ihren Stoffhüllen. Unmöglich nun zu verkennen, dass in die Tontäfelchen wirklich Schriftzeichen eingeritzt waren. Unmöglich auch zu verkennen, dass diese Schriftzeichen denen auf jenem Flachrelief glichen. Kurz, die beiden Täfelchen wurden ebenso wie später alle anderen des unverletzlichen Geheimdepots übersetzt. Sie erzählten die Geschichte von der Entstehung der Welt und wie 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung das Land Mu im Meer versank. Dies ist natürlich alles reinstes grenzwissenschaftliches Geschwafel und nur wenig davon ist archäologisch und historisch greifbar. Doch darum geht es nicht. Warum habe ich so ein Buch überhaupt im Regal, anstelle es zu verbrennen? Angesichts dessen, dass es nur mit abstrusen, esoterisch-pseudowissenschaftlichen Unsinn gefüllt ist. Nun, die Antwort lautet, es ist gut, so viel Ich-Bewusstsein und Durchblick zu haben, um zu wissen, dass das alles nur Unsinn ist. Was bleibt, ist reine Nostalgie, reine Anemoia. Eben die Sehnsucht nach einer Zeit am Ende der 60er Jahre und am Anfang der 70er Jahre, als diese schundartigen Bücher der letzte Schrei waren. Doch sie atmeten eben auch einen Geist, der uns wiederum heute sehr fehlt. Es ist der Geist des Aufbruchs und des Glaubens daran,
dass wir als Menschheit wachsen können, dass wir uns bessern können, dass wir gegen eine stellare Zukunft marschieren. Es ist das Versprechen meiner Generation. Doch wir sind leer ausgegangen. Was wir bekamen, ist Social Media und die Gewissheit, dass ein Bankhaus, das jahrelang schurkische und verbrecherische Taten begangen hat, am Ende immer mit Steuergeldern gerettet wird und stets immer mehr wert ist als die Lebensgrundlage von Menschen. Sie haben mir Marskolonien versprochen, doch alles, was ich bekam, ist Facebook. Und damit endet dieses erste Kapitel. Tristan ist ja offensichtlich ein recht reicher Jüngling, der es sich leisten kann, Madame Java ihre Yawl abzukaufen, also ihr kleines Segelschiff. Und sie heuern Corto Maltese an, damit er entlang der südamerikanischen Küste Richtung Bahia mit ihnen segelt, damit Tristan seine Halbschwester Morgana kennenlernen kann. Ist ohnehin interessant bei Hugo Pratt, diese Namen für Geschwister. In der Südsee-Ballade war das ja Cain und Pandora. Und hier ist es Tristan und Morgana. Das ist alles sehr klangvolle Namen. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Mach's gut und bis dann.